Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Tagebuchreihe zum Projektbecken. Es hat sich ein kleines bisschen was getan. Es ist ein bisschen was zu berichten. Wie laufen die neuen Gerätschaften und. Wenn euch das interessiert, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, das Projektbecken, muss ich pauschal sagen, ja, hier, ich kann mich nicht genug beschweren. Es läuft konsequent, aber es ist auch im Endeffekt so, dass es noch ein frisches Becken ist und dass man konsequent tatsächlich dranbleiben muss in Sachen Messen, Wert überprüfen, gucken, passt das alles, habe ich meine Installationen richtig gemacht. Da ist mir nämlich zum Beispiel jetzt vor einigen Tagen eine Kleinigkeit passiert. Da ist mein KH abgesackt. Hat damit zu tun, dass ich einen... Nee, es war nicht der KH. Sorry, Fehler von mir. Es war das Phosphat. Das ist runtergesackt auf 0. Meine beiden Lederkorallen standen nicht so gut. Und ich denke, ja, was ist denn nun los? KH auf Phosphat auf 0. Woher kommt das? Ja. In den Schrank reingeguckt, war ein Schlauch geknickt, habe ich glaube ich kein Bild mehr von, leider. Ist nur mal eine Sache, die dann, wo ich nicht aufgepasst habe, das heißt, die Pumpe hat zwar ein bisschen was dosiert, aber nicht genug. Ja, Problem behoben, Phosphat wieder aufgefüllt und alles in allem blende ich euch jetzt mal ein Video ein, wie das Becken im Moment steht. Und soweit ihr seht, die ganzen Korallen stehen ziemlich gut da und ja, Wachstum ist auch vorhanden. Das Einzige, was mich noch so ein kleines bisschen stört, beziehungsweise ihr seht es jetzt auch selber im Bild hier, die Kalkrotalgen, die ziehen natürlich jetzt ganz extrem an den Werten. Und wer genau hinguckt, sieht hier und da auch schon die ersten Plagen. Und ich hatte es ja im großen Becken gesagt, sobald irgendwas gesehen wird, sollte man nach Möglichkeit relativ früh reagieren. Habe ich jetzt hier nicht getan. Werde ich aber noch tun müssen. Also ich habe auch hier wieder Seeastern drin, also schnellstmöglich die Viecher rausholen. Ich habe Glasrosen drin. Da ist die Sache, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nicht ganz so schlimm. Werde ich jetzt mal eine neue Variante probieren. Ich werde sie versuchen einzukleben. An den Stellen da, wo die entsprechend rauskommen, die in das Loch wieder zurückscheuchen und dann Klebstoff draufpacken. Ist jetzt so die Variante für dieses kleine Becken, weil ich kann hier keine zusätzlichen Garnelen oder ähnliches mehr einsetzen. Das Einzige, was ich noch einsetzen könnte, wäre gegebenenfalls Mitraxkrabben gegen die Kugelalgen, die ich habe. Davon habe ich mittlerweile auch schon genug. Also ihr seht, die Seuche ist on the way. Ne? Das gehört zu jedem Becken dazu, man kommt einfach nicht drum herum. Obwohl ich auch im Vorfeld geguckt habe, jede Koralle, die ich rübergesetzt habe, geguckt, wo ist was dran und es ist trotzdem noch was dran gewesen und keiner weiß warum. Ja, das erstmal zum Thema, ja, wie schaut es mit den Seuchen aus, beziehungsweise das Becken an sich steht ziemlich gut. Meine höherwertigen SPS sind momentan noch ein bisschen am Schwächeln, da bin ich dran mit ATI und da schauen wir dann mal weiter. Also die gehen momentan nicht ein, aber sie verlieren aber auch ein kleines bisschen Farbe. Warum, weshalb, wieso, da arbeiten wir dran. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, der nächste Punkt hat auch ein kleines bisschen was mit den Nährstoffen und Nährstoffversorgung zu tun. Ich hatte ja die Watte bzw. auch einen Blasenfangschwamm eingearbeitet. Die habe ich jetzt hier dementsprechend mal rausgenommen, weil Nitrat im ausreichenden Maße durch meine Fische jetzt produziert wird, beziehungsweise die entsprechenden Stoffe, wo draus Nitrat wird. Die Biologie läuft soweit und es war ein kleines bisschen zu viel, weil unter anderem ist es so, dass wichtige Stoffe, die den Korallen auch zur Verfügung stehen sollen, gerade in so frischen Becken, durch Schwämme beziehungsweise auch durch, ich sag mal, durch den Schwamm oder die Filterwatte, womit ich gearbeitet habe, Material aus dem Wasser herauszieht, das zwar umsetzt, im Gegenzug dann Nitrat produziert,
was sehr viel schwieriger ist für unsere Korallen aufzunehmen. Diese Stoffe, die da umgesetzt werden, die fehlen im Moment im System, werden natürlich durch Nutrien N und P hinzugegeben, aber gleichzeitig durch die Schwämme auch wieder ja, umgesetzt, schneller umgesetzt, weil da unten natürlich weitaus mehr an Bakterien drauf ist. So, ich habe die jetzt rausgepackt und ja, das Einzige, was im Moment noch arbeitet, beziehungsweise jetzt noch zusätzlich als Filtermedium arbeitet, ist natürlich die Aktivkohle, die ich momentan halt einsetze wegen der extremen Nesselgifte in dem Becken, wegen der Anemone. Ja, und der Abschäumer ist unser nächstes Thema. Ihr seht jetzt hier gerade mal ein Bild, wie er aussah, wie nachdem ich ihn gereinigt habe. Laufen tut er super, hören ist er immer noch, also zu hören ist er immer noch nicht. Das Ding, das tut seinen Dienst und so sieht er dann aus. Moment, so sieht er dann aus, wenn er dann richtig mal was rausgeholt hat. Und ihr seht, die Brühe ist sowas von dunkel und trüb und hammerhart. Also das ist Wahnsinn, was der da rausgeholt hat. Ja. Unten das Bild im Keller, als ich den Topf jetzt da mal gereinigt habe. Das ist jetzt ungefähr so von etwas über einer Woche, das Material. Und ihr seht selber, was da für eine Mocke drin ist. Ich bin also echt begeistert von dem Gerät. Der arbeitet sowas von krass geil. Ja, ich brauche definitiv für das andere Becken noch einen anderen Abschäumer. Aber da ist ja was in Arbeit. Da kommt demnächst noch was, kann ich euch versprechen. Ich kann allerdings noch nicht sagen, was. Aber es wird was kommen, weil der Abschäumer im großen Becken ist definitiv jetzt erstmal, ja, jetzt, wo das Becken voll auf besetzt ist, an seine Leistungsgrenze gekommen. Ja, aber ihr seht es im Hintergrund, alles in allem, das Becken steht sehr, sehr gut da. Ja, das ist ein Meckern auf hohem Niveau, was ich jetzt hier mache. Das steht gut, die ganzen, ich sage es mal, die einfacheren SPS, LPS, die stehen ohne Probleme da und ich sage jetzt mal, die SPS, die höheren SPS, die Akroporen etc., ein kleines bisschen mehr Saft brauchen, beziehungsweise etwas länger brauchen in einem frischen Becken, um wieder auf Touren zu kommen. Das ist ja eigentlich normal. Ich muss mal gucken, ob ich noch ein extra Bild kriege. Zum Beispiel oben die Enzmann, die war auch eine Zeit lang ziemlich am Rumkränkeln, hat auch ein bisschen Farbe verloren gehabt, steht aber jetzt wieder extrem gut da. Das heißt, da ist irgendwas richtig, da passt irgendwas in der Richtung. Das heißt, der Rest wird dann wohl auch kommen. Also, alles in allem, ich halte euch weiter auf dem Laufenden hier mit dem Projektbecken. Ihr seht es hier und da auch in den sozialen Medien. Gerade bei Aquamit auf der Seite werde ich in meiner Gruppe relativ oft von diesem Becken weiterhin berichten, wenn es was zu berichten gibt. Und da könnt ihr dann auch dementsprechend den weiteren Werdegang direkt verfolgen, früher als wie bei Facebook, weil grundsätzlich ich da erstmal die entsprechenden Sachen posten werde. Ja, in diesem Sinne war das erstmal genug für heute und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen da. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Bayern. Ciao.